Hallo liebe Gaming-Freunde, hier bei Roderick Evil, ich bin euer Roddy und wir spielen eine kleine Runde Fallout 4. Und ihr fragt euch vielleicht, was ich hier eigentlich genau vorhab. Und zwar möchte ich nach Diamond City, und das ist hier unten. Und da werden wir uns jetzt mal eben hinbegeben und dann schauen wir uns ein bisschen die Stadt an. Es ist eine ganze Weile her, dass ich Fallout 4 gespielt habe. Aber ich kann mich noch zumindest sehr gut daran erinnern, dass Diamond City wohl in einem Baseballstadion liegt. Und es dort auf jeden Fall ein paar lustige Quests und Ereignisse gibt. Und ihr seht schon, man sollte ein bisschen aufpassen, wenn man hier durch das Ödland streift. Hier und da liegt mal eine Mine rum. Ja, irgendwo hier ist eine Schießerei. Das Problem ist, ich habe eigentlich so gut wie keine Munition dabei. Das sollte ich mich auf jeden Fall aus Ärger raushalten. So. Naja, mal sehen, wie weit wir kommen mit dieser ich halte mich aus allem Ärger raus Taktik. Naja, eigentlich sollte ich so Ortschaften, denke ich, meiden. Aber es ist einfach der schnellste Weg. Ja, vielleicht schaffen wir es ja. Es knallt ganz schön um mich rum. Aber noch hat mich niemand entdeckt. Wir sind auf jeden Fall auf der richtigen Straße. Da sollten wir auf jeden Fall nach Diamond City kommen. Ja, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da, wenn ihr mich bei diesem Gameplay-Projekt unterstützen möchtet. Auf meinem Kanal gibt es regelmäßig Videos zu Open World, RPGs aller Art und Weisen. Von Witcher 3 über Skyrim, und zwar im Survival-Mode, bis hin zu Elex. Bekommt ihr hier jede Menge Gameplay und auch das ein oder andere News-Video, zum Beispiel zu Elex 2. So, komme ich hier irgendwie halbwegs lebend rüber? Ich traue dem Braten nicht. Naja, lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Und dann verpasst ihr auch kein weiteres Video. Ist ja ganz klar eine Win-Win-Situation. So, jetzt mal schauen. Es kann doch nicht mehr so weit sein. Ja, nicht mehr so weit. Dass hier überall immer so viel geschossen werden muss. Könnt ihr eure Probleme nicht mal mit Worten lösen? Okay. Der Schusslärm nimmt zu. Okay, hinten geht's ganz schön ab. Da wollen wir nichts mit zu tun haben. Ihr kennt mein Motto. Lieber 5 Minuten feige als ein ganzes Leben tot. Hier, Diamond City. In diese Richtung. Ja, this way. Sieht ja schon mal gut aus. Wilde Ghule verstecken sich gern im Dunkeln. Das macht Nachtpatrouillen verdammt aufregend. Ja, danke für den Tipp. Was soll das heißen? Du kannst das Tor nicht öffnen. Hör auf mit dem Misterny. Verdammt, ich stehe hier völlig schutzlos in der Gegend. Ich habe Befehl, dich nicht reinzulassen, Piper. Tut mir leid, ich mache nur meinen Job. Du machst nur deinen Job. Diamond City zu beschützen heißt also, mich draußen zu halten, ja? Oh, sieh nur, das ist die furchteinflößende Reporterin. Tut mir wirklich leid, aber Bürgermeister McDonough ist stinksauer, Piper. Er meinte, dass der Artikel, den du da geschrieben hast, nur aus Lügen bestünde. Die ganze Stadt ist in Aufregung. Los, mach sofort dieses Tor auf, Danny Sullivan. Ich wohne hier, du kannst mich nicht einfach aussperren. Ich weiß, dass du mich hören kannst, Danny. Mach das Tor auf. Tja, scheint nicht so gut bei dir zu laufen, ha? Du da, du willst doch nach Diamond City, oder? Wer bist du? Was? Wer bist du? Psst, spiel einfach mit.
Was hast du gesagt? Du bist ein Händler aus Quincy? Und du hast genug Waren, um den ganzen Laden für einen Monat zu versorgen? Hast du das gehört, Danny? Machst du jetzt das Tor auf und lässt uns rein? Oder willst du dieser irren Myrna erzählen, dass ihr wegen dir Vorräte für einen Monat durch den Laden gegangen sind? Na gut. Kein Grund, gleich so bösartig zu werden, Piper. Einen Moment. Geh besser schnell durch das Tor, bevor Danny kapiert, dass wir ihn nur verarscht haben. Das hier, Diamond City. Was ist das für ein Ort? Oh, das grüne Juwel? Ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Jeder, der im Commonwealth irgendwie wichtig ist, kommt hierher, hat sich hier niedergelassen oder ist hier rausgeflogen. Eine große Mauer, Stromversorgung, funktionierende Kanalisation, Schulen und ein paar Sicherheitsleute machen Diamond City zu dem riesigen Monster, das es ist. Du wirst es lieben oder hassen. Du wirst schon sehen, da bin ich mir sicher. Komm, gehen wir. Tja, eine funktionierende Kanalisation, wenn das mal nicht geil klingt. Alter, wer hat dich denn wieder reingelassen? Ich habe Sullivan gesagt, dass er das Tor für dich nicht aufmachen soll. Du hinterhältige, aufrührerische Verleumderin. Diese Ansammlung von Lügen in deiner Zeitung. Unglaublich. Ich werde deine Druckerpresse verschrotten. War das eine offizielle Ankündigung, Bürgermeister McDonough? Diktatorischer Bürgermeister lässt Presse aus. Warum fragen wir nicht den Neuankömmling? Was sagst du zu freier Presse? Der Bürgermeister will die Redefreiheit nämlich abschaffen. Von welcher Zeitung redest du? Meiner. Public Occurrences. Wir sind die Stimme der Wahrheit. Also, bist du für uns oder gegen uns? Tja, gute Frage. Ich würde mal sagen, ich unterstütze die Zeitung. Dann kann ich mich vielleicht auch ein bisschen an diese Piper ranwanzen später. Ja, denke ich, das ist eine gute Entscheidung. Presse und Meinungsfreiheit waren mir immer wichtig. Oh, ich wollte dich nicht in diese Auseinandersetzung hineinziehen, Kollege. Nein, ganz und gar nicht. Du siehst aus, als würdest du wunderbar nach Diamond City passen. Willkommen im großen grünen Juwel des Commonwealths. Sicher, glücklich, ein wunderbarer Ort für einen Besuch, für einen Einkaufsbummel oder um sich niederzulassen. Und lass dir von diesem Schmierfink da bloß nichts anderes einreden, ja? Ach ja, Herr Bürgermeister, dein Jackett hat auch schon bessere Tage gesehen, muss ich schon sagen. Naja, habt ihr Streit? Worüber streitet ihr beiden eigentlich? Was glaubst du? Wenn man Lügen druckt, sind alle glücklich. Aber wenn man die Wahrheit druckt... Also bist du aus einem bestimmten Grund in unsere Stadt gekommen? Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Das ist der sicherste Ort im ganzen Commonwealth. Mit der stärksten Gemeinschaft und dem höchsten Lebensstandard. Wir haben Geschäfte, Ärzte, Schulen, eine funktionierende Stromversorgung, fließend Wasser und die Mauer als unseren heiligen Beschützer. Du wirst schon bald mehr über die Mauer erfahren, da bin ich mir sicher. Aber eigentlich hatten wir ja über dich gesprochen. Also, was hat dich hierher verschlagen? Ich suche nur was. Oh, und wonach suchst du genau? Mein Sohn, Sean. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Moment. Dein Sohn ist verschwunden? Ah, hast du das gehört, McDonough? Was wird die Diamond City Sicherheit tun, um diesem Mann zu helfen, hä? Das ist ja nicht der erste Fall, dass eine Person verschwunden ist. Und jetzt wurde ein kleines Kind entführt. Hör nicht auf sie. Zwar können unsere Sicherheitsleute nicht jedem Fall nachgehen, der gemeldet wird, aber ich bin sicher, dass du hier Hilfe finden wirst. In Diamond City gibt es jede nur erdenkliche Dienstleistung. Einer unserer großartigen Bürger wird bestimmt die Zeit finden, dir zu helfen. Der Bürgermeister einer großen Stadt kennt doch sicher jeden. Wer kann mir helfen? Nun, es gibt da einen Mann, Nick Valentine. Eine Art Detektiv, der sich darauf spezialisiert hat, Leute aufzuspüren. Meistens wegen irgendwelcher Schulden und so weiter. Oh, so, jetzt muss ich aber los. Es tut mir leid, dass die Diamond City Sicherheit keine Zeit hat, dir zu helfen, aber ich bin sicher, dass Mr. Valentine vernünftige Preise hat. Das ist doch lächerlich. Die Diamond City Sicherheit kann nicht mal einen Mann entbehren, um zu helfen? Ich will die Wahrheit, McDonough. Was ist der wahre Grund dafür, dass die Sicherheitsleute nie den Entführungen nachgehen? Ich habe genug davon, Piper. Du und deine kleine Schwester sind hiermit offiziell verwahrt. Ja, red nur weiter, McDonough. Mehr kannst du ja auch nicht. Ich bin beeindruckt. Es ist nicht so einfach, McDonough Informationen zu entlocken.
Warum kommst du nicht mal in mein Büro vorbei, wenn du bei Valentine warst? Ich glaube, ich habe gerade meine nächste Story gefunden. Tja, dann würde ich sagen, ab in die Stadt und ab zu, ja, Valentine. Vielleicht kann der uns helfen. Und danach gehen wir zu Piper und werden da noch ein kleines Pläuschchen halten. Genauso machen wir's. Ach ja, Diamond City. Sieht es nicht schön aus? Doch, denke schon. Okay. Hier können wir uns die Haare schneiden lassen. Läuft. Was gibt's hier? Die Sekretärin des Bürgermeisters. Ja, bisschen was zu mampfen. Ich schneide ihr die Haare, damit ich als Vollmenschliches werde. Lasst euer Team nicht hängen! Hey, du bist der Neue, oder? Der Neue? Ja, was soll ich sagen? Neuigkeiten sprechen sich schnell rum in Diamond City. Ich bin Arturo Rodriguez. Wenn du was zum Selbstschutz brauchst, bist du bei mir richtig. Du kennst dich also mit Waffen aus, was? Pass auf. Ich kann dir Knarren, Schwerter, was auch immer verkaufen. Und die werden dir helfen, am Leben zu bleiben. Aber das Geheimnis bei Waffen liegt in den Mods. Die verleihen dem Ganzen erst die persönliche Note. Schraub ein Zielfernrohr dran, vergrößere das Magazin, was auch immer. Wenn du dir Zeit für deine Ausrüstung nimmst, bist du auf alles vorbereitet. Naja, wie dem auch sei, reden wir übers Geschäft. Was brauchst du? Also den werde ich mir auf jeden Fall warm halten. Klar, lass dir ruhig Zeit. Dann werde ich später nochmal vorbeischauen, denn wie gesagt, ich habe chronischen Munitionsmangel. Aber erstmal wollen wir zu Valentine. Und außerdem wollen wir uns noch ein bisschen umschauen. Wehrt sich denn überhaupt noch jemand? Das ist die Tour. Ja, da ist immer noch der Bürgermeister, der rumschleicht. Das ist doch nur ein Märchen. Wie geht das gerade? Ja, kräftige Mauern hat das Örtchen auf jeden Fall. Okay, wir müssen irgendwie hier rein. Bin ich am Eingang vorbeigelaufen? Du redest nur Müll. Und wenn du so weiter. Ja, sieht doch gut aus. Habt ihr doch gesagt, dass dein Glück auch nicht ewig anhalten wird? Oh, Entschuldigung. Ich hab hier die Kaffeekanne und den Ventilator fallen lassen. Hallo? Ist alles in Ordnung? Oh, hab die Rechnung vergessen. Wieder ein Verirrter, den der Regen hierher gespült hat. Ich fürchte, du kommst zu spät. Das Büro ist geschlossen. Moment, wer bist du? Bist du etwa der Detektiv? Ich? Nein, ich bin Nicks Sekretärin. Ich kümmere mich um seine Termine, seine Akten und solche Sachen. Naja, zumindest habe ich das gemacht, aber jetzt ist Nick verschwunden und ohne Detektiv lässt sich auch keine Detektei betreiben. Oh Mann, erst verschwindet mein Sohn, dann der Detektiv. Was denn noch? Wie wär's mit deinem Suchbild auf Milchpackungen? Wenn es doch nur so einfach wäre. Nick ist während der Arbeit an einem Fall verschwunden. Die Gang von Skinny Malone hat eine junge Frau entführt und er hat sie bis zu ihrem Versteck in der Park Street Station verfolgt. Da unten gibt es einen alten Vault, den sie als Lager benutzten. Ich habe Nick gesagt, dass das eine Falle ist. Aber er hat nur gelächelt und ist durch die Tür, wie immer. Skinny Malone? Ja, doch. Ganz cooler Name. Wer ist dieser Skinny Malone? Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich weiß, dass er aus Good Neighbor kommt. Das heißt, er ist einer dieser Gangster im Anzug, aber mit Maschinengewehr. Du meintest, Malone wäre aus Good Neighbor? Ja, ist eine üble Gegend. Liegt nordöstlich von hier. Die Mächtigen dort interessieren sich nur für zwei Sachen. Mode und Leute erledigen. Ich werde ihn finden. Das verspreche ich dir. Danke. Nick ist leicht zu erkennen. Er hat sich für diese Trenchcoat- und Hutnummer entschieden. Bitte beeil dich. Okay, dann werden wir mal den guten Nick Valentine suchen. Und dann wird er uns helfen. Ja, so zumindest der Plan. Irgendwie klingt so ein bisschen, als würde ich mich jetzt gleich mit der Mafia anlegen. Ob das so schlau ist, weiß ich auch nicht. Aber was soll's? Wir sind der Held in der Geschichte. Wir gehen da durch. Wo müssen wir eigentlich hin? Okay. Naja. Jedenfalls, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt.
Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall gefallen, das Ganze für euch aufzunehmen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode hier bei Roderick Evil, wenn wir Nick Valentine suchen. Wo ist mein Bruder? Naja, was ist denn hier für ein Aufruhr? Naja, wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis bald. Ciao.